zusammen. Ich bin Sabrina. Und ich bin Robby. Und wir nehmen euch heute mit nach Malta, ein völlig unterschätztes Reiseziel im Mittelmeer, und zeigen euch, wie ihr die tolle Insel in einer Woche erkunden könnt. Bevor wir euch aber gleich den Reiseplan vorstellen, wo ihr hoffentlich alles abdecken könnt, hier noch ein paar kleine, aber super hilfreiche Tipps von uns. Malta ist eine super kleine Insel. Sie lässt sich am besten mit dem Roller erkunden, Auto ist natürlich auch möglich, aber ihr werdet schnell merken, die Straßen sind eng, Parkplätze sind rar. Das heißt, Roller bringt wesentlich mehr und macht auch super viel Spaß. Die Straßen sind super ausgebaut. Unser zweiter Tipp ist zur Reisezeit. Die meisten Leute kommen im Mai, Juni, Juli nach Malta, wenn es wirklich schön warm ist und man auch baden kann. Solltet ihr aber auch hauptsächlich wegen der Kultur hier in das schöne Land kommen, überlegt euch mal, ob ihr nicht vielleicht auch schon im März herkommen wollt. März ist der erste etwas wärmere Urlaub. Das Wetter, wie ihr seht, ist unfassbar schön. Es regnet natürlich hin und wieder mal, aber es ist trotzdem super und ist wesentlich günstiger. Und es sind fast keine Touristen da. Das heißt, wenn ihr ein bisschen sparen wollt und nicht wegen dem Badetourismus hier seid, kommt im März nach Malta. Wie gesagt, super Wetter und keine Touristen. An eurem ersten Tag solltet ihr auf alle Fälle Malta, die Insel, ein bisschen kennenlernen. Und da bietet sich natürlich die Hauptstadt Valletta super an. Valletta hat nicht nur eine super schöne Altstadt und viele, viele kleine Gässchen, wo man durchschlendern kann oder ein paar Insta-Fotos machen kann, sondern es gibt echt viele schöne kleine Gärten oder historische Stätten, wie zum Beispiel die Upper Baraka Gardens. Noch ein kleiner Tipp von uns, besucht das Café Cortina. Das ist die älteste Bäckerei für Pastizis in Malta. Das ist ein maltesisches Gebäck, was ihr auf alle Fälle probieren müsst. Wem Valletta ein bisschen zu überlaufen als Touristen ist, der hat aber auch noch die Möglichkeit, ein bisschen ruhiger in den maltesischen Tag zu starten. Und zwar in den Three Cities direkt neben Valletta. Es gibt einige Tagesausflüge. Wir würden sagen, ein halber Tag reicht dafür locker aus. Aber ihr habt hier im Prinzip genau dieselbe Architektur wie in Valletta, bloß kaum Touristen. Am zweiten Tag würden wir euch empfehlen, den Süden von Malta zu erkunden. Startet am Morgen am besten direkt in Marsa Schlock, ein altes Fischerdorf, was besonders für seine bunten Fischerboote bekannt ist. Sonntags findet dort auch ein Fischermarkt statt. Allerdings, wenn ihr nicht super früh dran seid, ist er etwas überlaufen. Von dort könnt ihr auch direkt weiter in St. Peter's Pool. Im Sommer ist das der Top-Badespot. Im März war es für uns teilweise noch ein bisschen zu rau. Aber Robby hat es trotzdem gewagt und ist gesprungen. Es war unfassbar kalt. Nach der kurzen Pause am St. Peter's Pool würden wir euch empfehlen, einfach ein bisschen an der Küste entlang zu fahren. Dort gibt es super coole Aussichtspunkte über die Küste Maltas. Ein Punkt, der uns besonders gut gefallen hat, war Gairi. Dort habt ihr einen super tollen Blick über die Klippen und könnt auch einfach ein bisschen Zeit dort verbringen. Ein weiteres Highlight auf der Strecke wäre die Blue Grotto. Hier ist normalerweise ultra viel los, also mega überlaufen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt auch gerne mal im April oder im März schon vorbei, dann ist hier wirklich nichts los und ihr habt diesen Spot teilweise für euch allein. Wirklich viel zu tun gibt es hier aber nicht, ihr müsst jetzt hier nicht Stunden einplanen. Eigentlich ist es nur die Aussicht, aber die ist es absolut wert. Euren dritten Tag in Malta solltet ihr dann im Zentrum der Insel verbringen. Hier ist zum Beispiel die ehemalige Hauptstadt Rabat oder wie sie jetzt heißt, Medina angesiedelt. Medina hat nur noch wenige 100 Einwohner, ich glaube 240 waren es noch, hat aber wunderschöne kleine Gässchen,
paar kleine Restaurants und eine super tolle Aussicht auf den Rest von Malta. Von dort aus könnt ihr dann direkt weiter an die Dingley Cliffs. Aber passt auf, die Dingley Cliffs selber sind gar nicht so spektakulär. Wenn ihr dann auf die Dingley Cliffs selber fahrt, seht ihr eigentlich nämlich nur das Meer. Sucht euch lieber Aussichtsplattformen nördlich und südlich der Dingley Cliffs, weil ihr von dort aus die tatsächliche Größe der Klippen seht. Auf den Klippen selber leider eben nicht. Jetzt habt ihr den Süden, das Zentrum, jetzt fehlt natürlich noch der Norden. Der Norden von Malta bietet auch noch mal ein paar schöne Aussichtspunkte. So zum Beispiel die Coral Lagoon, von der ihr sowohl einen super Ausblick auf Malta als auch auf Comino und Gozo habt. Des Weiteren gibt es auch noch das Papai Village und dann natürlich auch noch die zwei kleine Inseln, Comino und Gozo. Auf Comino selbst ist wahrscheinlich die Blue Lagoon der bekannteste Ort. Hier findet ihr fast schon karibisches Wasser. Allerdings ist die Blue Lagoon dann leider auch ab Mai sehr überlaufen. Außerdem bietet Comino super viele schöne Wege zum Wandern. Nicht nur entlang der Küste, sondern auch an unfassbar vielen Lost Places, da es tatsächlich nur noch 2 Einwohner auf Comino gibt. An Tag 5 und 6 würden wir euch empfehlen, auf Gozo zu bleiben. Das heißt, eine Nacht dort zu schlafen. Denn auf Gozo gibt es super viel zu entdecken. So zum Beispiel die Hauptstadt Victoria mit der historischen Zitadelle. Von dort habt ihr einen super Ausblick über die gesamte Insel bis hin zur Küste. Außerdem gibt es auf Gozo wunderschöne Kirchen und Basiliken. Auch auf Gozo gibt es super coole Küstenabschnitte. Der wahrscheinlich bekannteste ist das Azure Window. Das ist aber leider eingestürzt, daher gibt es dort nicht mehr super viel zu sehen. Ein Besuch ist trotzdem zu empfehlen, denn direkt neben dem Azure Window findet sich die Dweira Bay. Und unterhalb des Azure Windows das Blue Hole. Falls ihr tauchen könnt, solltet ihr das definitiv dort tun. Und auch wenn es das Azure Window nicht mehr gibt, muss man nicht darauf verzichten. Nur ein paar Kilometer weiter gibt es das Viet Il Miela Window, das ungefähr von der Anweise her so ähnlich ist wie das Azure Window. Nur ein bisschen weniger bekannt. Ein weiterer Punkt, für den Gozo bekannt ist, ist die Salzherstellung. Dort wird noch auf traditionelle Art Salz gewonnen. Es gibt auf Gozo noch einige Orte, wo ihr tatsächlich die traditionellen Salzpfannen besuchen könnt und euch auch Souvenirs mitbringen könnt. Neben den Steilküsten hat Gozo aber auch viele Sandstrände. Zum Beispiel den Ir Ramla i Hamra. Ein besonderer Punkt an diesem Strand ist, dass ihr dort nicht nur baden könnt, sondern auch ein Stückchen wandern könnt und dann von der Talmixta Cave einen super Ausblick über den kompletten Strand habt. Und zu guter Letzt Gantia. Das vermutlich älteste Bauwerk, das von Menschen geschaffen wurde. Die Legende erzählt, dass der Tempel sogar von Riesen gebaut wurde. Den 7. Tag und vielleicht auch euren letzten Tag auf Malta solltet ihr als kleinen Puffertag freihalten, falls ihr irgendwas nicht geschafft habt. Sollt ihr trotzdem komplett durchgekommen sein, haben wir trotzdem einen kleinen Tipp für euch. Besucht Manuel Island mit Fort Manuel. Das ist ein ehemaliges Militärfort, direkt zwischen Sliema und Valletta. Und ihr habt von dort aus wirklich eine großartige Aussicht auf beide kleinen Städte. Leider ist Fort Manuel selber geschlossen und ihr könnt nicht mehr reingehen, beziehungsweise nur noch an sehr ausgewählten Tagen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, in Fort Manuel reinzugehen, tut dies. Ein weiterer kleiner Tipp, die Filmtouristen unter uns. Auf Malta wurde wirklich sehr viel gedreht. So zum Beispiel Game of Thrones,
Jurassic World oder eben auch schon vor vielen, vielen Jahren Popeye mit Robin Williams. Das heißt, wenn ihr auf Malta unterwegs seid, haltet die Augen offen und ihr findet noch ein paar Filmspots. So, das wäre es dann auch schon. Wir hoffen, wir konnten euch bei eurer Reiseplanung ein bisschen weiterhelfen und es bleibt eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß auf Malta und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Channel. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, servus!